Hexe. Zur Strafe verwandle ich dich in ein hässliches Biest. Verzaubere dein Schloss und alle, die darin mit dir leben. Das kannst du nicht tun, ich bitte dich. Zauberspiegel als einziges Fenster zur Außenwelt und diese Rose. Diese Rose wird bis zu deinem 21. Geburtstag blühen. Wenn du es lernst, eine Frau zu lieben und ihre Liebe für dich gewinnen kannst, bevor das letzte Blütenblatt gefallen ist, dann wird der Zauber gelöst sein. Wenn nicht, bist du dazu verdammt, für immer und ewig ein Biest zu bleiben. Ich bitte dich, gute Frau, ich bitte dich, du kannst mich hier nicht so stehen lassen. Als die Jahre vergingen, verfiel er in Verzweiflung und verlor alle Hoffnungen. Denn wer könnte es jemals über sich bringen, ein Biest zu lieben? Stets borniert und stur. Guten Morgen, Händlerin. Guten Morgen, Belle. Wie geht's dir denn? Guten Morgen. Guten Morgen, Belle. Ah, Belle. Guten Morgen, Monsieur. Ich wollte mein Buch suchen. Ja. Was? Schon auf? Morgen. Haben Sie denn etwas Neues? Na, seit gestern nicht. Ach, schade. Darf ich mich vielleicht trotzdem mal umschauen? Natürlich. Sieh nur, ob du was findest. Ich habe welchen nehme ich denn da? Tja, schau mal, unterm Tisch habe ich auch noch ein paar. Aber dann fällt ja der Tisch um. Na, ich halte mal fest. Ach, ich glaube, ich nehme dieses hier. Zeig mal. Dieses? Das hast du schon zweimal gelesen. Ach, Monsieur, es ist mein absolutes Lieblingsbuch. Verblendung, Verzauberung und ein wunderschöner Prinz. Ach. Na, wenn du es wirklich so gern hast, dann schenke ich es dir. Aber, Monsieur. Ich bestehe darauf. Oh, vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Belle. So ein liebes Kind. Sie? Können Sie schon lesen? Ja. Doch. Sicher, sicher, verdient die Beste.
Hallo, Belle, was liest denn du da? Guten Tag, Gaston. Da sind doch gar keine Bilder drin. Wie kann man sowas lesen? Ja, manch einer gebraucht eben seine Fantasie. Ach, hör doch auf, Belle. Was soll das? Wieso liest du? Verschwendest deine Gedanken und deine ganze Zeit mit den Büchern. Damit ich doch wichtiger nehme. Zum Beispiel wie mir. Du weißt doch, die ganze Stadt spricht schon darüber. Wenn eine Frau liest, fängt sie an zu denken und kommt auf Ideen. Gaston, du bist wirklich vorsichtsblutig. Jetzt gib mir mein Buch zurück. Komm, wir gehen ins Gasthaus und sehen uns deine Trophäen an der Wand an. Das ist viel, viel besser. Vielleicht ein anderes Mal. Bitte, Belle. Was ist denn mit der los? Komm doch. Ach, die muss doch verrückt sein. Nein, das ist er wegweis. Ich muss jetzt wirklich gehen. Ich muss nämlich meinen Vater helfen. Dieser irre alte Schwachkopf, der braucht wohl jede Hilfe, die er kriegen kann. Sprich nicht so über meinen Vater. Genau, sprich nicht so über ihren Vater. Mein Vater ist nicht irre. Er ist ein Genie. Etwas wunderlicher Erfinder lebten, war dieser soeben mit seiner neuesten Erfindung beschäftigt. Ja, Vater, ist dir denn etwas passiert? Nein, nein, ach, ich glaube, ich werde diese vermaledeite Maschine einfach wegwerfen. Aber das sagst du jedes Mal. Ja, aber dieses Mal ist es mein Ernst. Ach, du wirst schon sehen, morgen auf dem Markt wirst du den ersten Preis gewinnen und ein weltberühmter Erfinder sein. Ach. Nun komm, lass sie uns noch mal reparieren. Es wird schon klappen. Naja, wenn du meinst, gib mir mal den Schraubenschlüssel. Geht's, Papa? Noch nicht so richtig. Gib dir ein bisschen Mühe. Na, es klappt schon. Hast du gehört? Ha! Sie funktioniert! Hoppe! Ich hab's ja schon nicht mehr zu hoffen gemacht. Ja, das ist echt nicht. Mir fehlen die Worte. Mir auch. Und weißt du was? Ich werde tatsächlich morgen damit zum Markt fahren. Und dann ach, es funktioniert. Und dann wird sich unser Leben ändern. Du wirst das es schon sehen. Ich auch. Aber weißt du, jetzt wollen wir erstmal zu Abend essen. Möchtest du denn einen Tee? Ja, Pfefferminztee bitte. Den soll es funktioniert. Ich glaub's ja kaum, dass ich das geschafft habe. Ach, Vater. Jetzt trink erstmal deinen heißen Tee nach diesen Anstrengungen. Oh, das ist aber heiß, meine Güte. Tee soll man trinken, solange er heiß ist. Ja, aber nicht so heiß. Ach, Vater, ist heute ein anstrengender Tag. Ja, du sagst es. Kannst du dir vorstellen, ich bin heute den Gaston begegnet. Also nein, was der wieder alles von sich gegeben hat. Ist auch ein Blödmann. Ja, gut sieht er ja aus, aber es ist auch alles, wirklich alles. Aber egal, lass uns jetzt ins Bett gehen. Ich muss morgen jedenfalls früh aufstehen, wenn ich mit der Maschine bis zum Markt gehen will. Ja, du hast recht. Das musst du ausgeruht sein. Und ich kann ja noch ein paar Zeilen lesen. Ja, das kannst du machen. Ja.
eine verdammt kurze Nacht. Aber jetzt mache ich mich auf den Weg. Hier, deine Mütze, damit du dich nicht erkältest. Naja, so empfindlich bin ich ja nicht. Das sagst du jedes Mal. Ja. Und dann... Es wird schon klappen. Ja, es muss. Ich drücke dir alle beide Daumen. Mit so einer Erfindung ist es nicht so einfach. Ach, die werden staunen auf dem Markt. Das glaube ich auch. Ja, ich bin ganz sicher. Wünsch dir viel Glück. Auf Wiedersehen, Vater. Adieu, Belle. Auf Wiedersehen. Aufgetaucht
um sie aufzufordern, seine Frau zu werden. Er hatte bereits alles für das Fest vorbereiten lassen und die Hochzeit sollte sogar sofort stattfinden. Nicht wahr? Ich stecke eben voller Überraschung. Und heute ist der Tag, wo deine Träume wahr werden. Aber Gaston, was weißt du von meinen Träumen? Jede Menge. Heirate mich und du wirst das glücklichste Mädchen der Welt. Und nun, Schätzchen, küss mich! Gaston! Gaston, bitte! Au! Ich verdiene dich einfach nicht! Und? Hat es geklappt? Ich bekomme Welt zur Frau, das kannst du wissen! Kannst du wissen! Kannst du helfen? Olle Gatze, das hat gut geklappt, hä? Ist er jetzt endlich weg? Können Sie sich das vorstellen? Fragt er mich doch, ob ich seine Frau werden soll. Dieser ungehobelte, hirnlose, ach. Aber langsam mache ich mir ja doch so meine Sorgen um meinen Papa. Er müsste längst wieder da sein. Die Suppe ist schon fertig, wo er nur bleibt. Ich glaube, ich mache mich mal auf den Weg, um nach ihm zu sehen. Nein, das ist gefährlich, da ist ein Biest. Im Wald braucht man keine Angst zu haben. Inzwischen auch Belle entdeckt und trauen ihren Augen nicht. Ein junges, hübsches Mädchen in ihrem Schloss. Sie begleiten Belle unauffällig zu ihrem Vater im Verlies, bis sie ihn schließlich entdeckt. Papa, bist du hier? Komisch, mir ist, als wenn jemand hier ist. Papa! Papa, hier bist du ja. Deine Hände, sie sind ja wie aus Eis. Wir müssen dich hier rausholen. Ach, Belle, du musst so schnell wie möglich von hier verschwinden. Du
glaubst ja nicht, was hier los ist. Ach, aber Papa, sag doch sowas nicht. Ich hol dich hier raus, ganz bestimmt. Nein, fliehe, es ist gefährlich. Ach, was du nur hast. So schlimm kann es schon nicht werden. Ach, du glaubst es nicht, was ich schon erlebt habe. Ach. Ist etwa schon nie wieder jemand in meinem Schloss? Was tust du hier? Ich habe nur meinen Vater gesucht. Wer bist du? Ich bin der Herr dieses Schlosses. Siehst du nicht, dass er ganz krank ist? Vielleicht stirbt er. Dann hätte er ja nicht eindringen dürfen. Aber es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass er hier wieder raus kann. Es gibt nichts, was du für ihn tun kannst, denn er ist mein Gefangener. Warte. Nimm mich für ihn. Nein, Bill. Schweig, alter Mann. Das würdest du wirklich tun? Komm etwas näher ins Licht. Du hast versprochen, für immer dann bei mir zu bleiben. Dein Vater darf gehen. Aber wie gesagt, du bleibst immer, für Nein. immer bei mir. Schweig, alter Mann. Nein, Bill. Vater, doch, ich verspreche es dir. Dann verlässt du sofort mein Schloss. Aus den Kerker, Bill. In die Reihen zu den Wölfen. Ich will mich wenigstens verletzen. In der Fliehflügel. Als Vater aus dem Schloss warf, saß Bell da und weinte. Sie würde ihren Vater vielleicht nie wiedersehen und konnte sich nicht einmal von ihm verabschieden. Zur selben Zeit aber eilte Maurice zum Dorf in die Gaststube, wo Gaston mit seinen Freunden feierte. Entscheidung stellen. Entweder heiratet sie mich oder ihr Vater kommt.
kommt in die Irrenanstalt. Oh, genial! Mit ein bisschen Gerede und ein Säckchen voll Gold werden wir den Anstaltsleiter schon davon überzeugen. Was meinst du? Das bekommst du in Gaston, sicher, ganz sicher. Packen wir es an und trinken wir einen. Ja, los! Darauf trinken wir! Auf Bell! Prost! Würdest du mich heute zum Essen begleiten, bitte? Nein.